Es ist mal wieder soweit. Für Projekt Megafon, oder besser gesagt Megafon 95, unser Fortuna-Format. Etwas verspätet, aber wir sind da. Also, wer sind wir? Also, das bin einmal ich, der Wampendribbler, und meiner Seite der Micha. Den Micha findet ihr @Jerenski auf Twitter. Und los geht's direkt mit Folge 12. Worüber sprechen wir in dieser Folge 12? Wir sprechen über Fortuna Düsseldorf gegen den MSV, einen kleinen Ausblick auf Arminia Bielefeld und Fortuna wie Japans Talenteschmiede für Europa werben. Und natürlich machen wir einen kleinen Abstecher noch zu der zweiten. Bei uns wird immer viel diskutiert und wir freuen uns immer über euer Feedback, ob jetzt als E-Mail, auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube in den Kommentaren oder auf iTunes als Rezension. Wir freuen uns immer, wenn ihr was da lasst, und wir würden euch bitten, wirklich was da zu lassen, weil Feedback hilft uns wirklich weiter, egal ob positiv oder negativ. Haut einfach was in die Tasten. Micha, fangen wir direkt mal an. Was lief vor dem Spiel an Verletzungen, Sperren bei Fortuna Düsseldorf ab? Ja, Rensing halt ist immer noch verletzt. Botzek ist kurzfristig ausgefallen, weil er krank wurde. Und sonst waren alle dabei. Aufstellungen waren klassisches 4-1-4-1, wo wir wieder viele Verschiebungen gesehen haben. Kommen wir zum Spiel, gleich direkt 1-0. Also es ging richtig heftig los in diesem Straßenbahn-Derby. Hennings köpft den Ball rein, Ramann, der war einfach super schnell. Ich glaube, der hat in der ersten Halbzeit den Erat Schwindlich gespielt. Also er hat den aussteigen lassen, Doppelpass mit Fink auf dem Flügel einfach durch, dann chippt er den rein auf den kurzen Pfosten und Hennings ist stark genug, um den reinzuköpfen. Siebte Minute, das gleiche. Wieder über Rahman, wieder über die linke Seite, setzt sich stark durch, schickt Hennings dann auf den Flügel, der kloppt die Flanke rein, landet irgendwie bei Zimmer, der Schuss von ihm noch abgefälscht, aber der geht dann auch rein, nimmt den, glaube ich, Volley. Micha, innerhalb der ersten 7 Minuten 2 Tore für Düsseldorf. Besserer Start in diesem Derby gibt's eigentlich nicht. Ja, das ist praktisch der bestmögliche Start, den man eigentlich haben kann. Aber im Prinzip war es ja zweimal dasselbe Tor, halt schön links über den Flügel durchgespielt, Flanke rein und dann rein mit dem Ball. Dann kam auch direkt 90. Minute. Erste Halbzeit war wirklich Schlag auf Schlag, zumindest die Anfangsphase. Wolf, klasse Parade nach einer Ecke, Bohmeier köpft den Ball, glaube ich, aufs Tor. Also, da hat man Wolf wieder gezeigt, dass er dem Rensing eigentlich im Nichts nachsteht und ein super Ersatz ist, wenn nicht sogar der Stammkeeper sein müsste. 50. Minute, dann Strafstoß für Duisburg. Micha, ich fand diese Berührung, die Onyekwu gespürt hat, irgendwie richtig lächerlich. Der Schiedsrichter hat trotzdem auf Strafstoß entschieden. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, der Onyekwu läuft halt am Wolf vorbei. Der Wolf trifft ihn am Oberschenkel. Und der lässt sich dann halt direkt fallen, weil er spürt halt den Kontakt. Und aber ich denke mal, eigentlich muss man nach so einem Kontakt nicht fallen. Aber ist halt, man sagt ja so schön, clever gemacht, da so einen Elfmeter rauszuholen. Ob es die richtige Entscheidung war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hält Wolf den Elfmeter von Stoppelkamp. Der schießt ihn auch nur durchschnittsmäßig Richtung Tor und da hat Wolf überhaupt keine Probleme, den Ball noch zu bekommen. 40. Minute ist es dann schon, danach ging Schlag auf Schlag, ein bisschen härter, aber es ist nicht wirklich viel passiert. Und dann aus 40 Metern Freistoß Duisburg, Wolf legt den Ball noch gerade in die Latte. Und das ist die Szene, wo er sich den Kopf anschlägt. Er wird ja später noch ausgewechselt, mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Jetzt im Nachhinein kam auch raus, dass er jetzt in der englischen Woche so ein bisschen kürzer treten muss, kriegt wohl viel Reha-Training bzw. trainingsfrei, um sich zu erholen. Micha, du standst selbst zwischen den Pfosten, bevor wir jetzt ins Fazit der ersten Halbzeit gehen. Wie fühlt es sich an, wenn man als Torwart Schläge gegen den Kopf bekommt? Ja, ich habe damit leider einige Erfahrungen gehabt, habe auch mal eine Gehirnerschütterung gehabt. Es ist eigentlich immer so, im ersten Moment kriegst halt was ab, denkst dir so, ja, kein Problem, und erst danach merkst du so, oh scheiße, es wird immer schlimmer. Und deswegen denke ich mir auch, dass er am Anfang halt keine Probleme hat, und dann, je länger das Spiel ging, umso schlimmer wurde es wahrscheinlich.
So, jetzt machen wir kurz Fazit der ersten Halbzeit. Fortuna hat ersten 30 Minuten wirklich überlegen. Duisburg hat danach auch angefangen, Fußball zu spielen, aber wir waren halt immer wieder schneller mit den Kontern, schnell mit den Beinen, vor allem Rammern, der ist gelaufen, das ist der Hammer. Auf jeden Fall verdient 2-0 zur Halbzeit. Micha, gibt's da noch was zu ergänzen? Eigentlich nicht, es war, man war halt direkt vom Anfang an direkt hellwach, früh 2-0 in Führung gegangen, dann, durch den gehaltenen Elfmeter direkt die Luft rausgelassen beim Gegner. Und war halt eine gute Halbzeit von Fortuna. Duisburg kam auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit viel besser in die Partie. Die haben streckenweise die Partie kontrolliert, dominiert. Aber Unwegbu, der für mich nicht die Qualität, da vorne auch Dinge reinzumachen. Und das hat er auch bewiesen. Klar, danach, 55. Minute, fiel das 3-0. Duisburg macht eigentlich Druck ohne Ende. Und Rahman macht halt das Tor, was er verdient hat, der belohnt sich da auf jeden Fall. Henning schickt ihn dann nach einem Konter und der verwandelt einfach souverän. Also besser hätte ich den in FIFA nicht reinschippen können. Micha, wir waren uns letzte Woche noch uneinig, ob Rahman wirklich die Qualität hat, um Man of the Match zu werden. Aber in diesem Spiel bis jetzt, bis zum 3-0, hat er alles gezeigt, was er konnte, oder? Ja, es war ein überragendes Spiel von Rahman. Er hat das eine Tor direkt vorbereitet, das zweite Tor praktisch eingeleitet und das dritte Tor selber gemacht. Und ich habe das Gefühl, bei ihm stimmen auch langsam die Lauf- und Passwege, was man halt die Spiele vorher teilweise gemerkt hat, dass dann kam halt der Pass und der Pass kam auf den langen Pfosten, aber Hennings ist auf den kurzen Pfosten gelaufen oder dann kam der Pass kurz und der andere Spieler ist halt lang gelaufen. Jetzt wo die Pass- und Laufwege stimmen, sieht man halt, was er kann. Was auf jeden Fall der Doppelkampf kann, haben wir in der 7. Minute gesehen. Also Duisburg hat nicht aufgesteckt, die haben direkt weiter Gas gegeben. Wenn ein Wegbu eins hat, dann ist es ein Körper, den setzt er auch super ein, nimmt den Ball im Strafraum an und legt ihn halt zurück auf Doppelkampf, der knallt einfach ins kurze Eck und macht dann das Tor. 59. Minute fängt so langsam die Geschichte des Treffer Wolfs wieder an. Der hat dieses Spiel geil gehalten, hat zwischendurch auch nochmal ein paar Mal wird abgekriegt, würde ich sagen. Spieler fielen auf ihn drauf oder er knallte in Spieler rein. Auf jeden Fall schlägt er dann ein Luftloch und macht ein taktisches Foul, aber da hat man schon gemerkt, wenn man ihm ins Gesicht geguckt hat, so, oh, jetzt wird's langsam heikel und spätestens bei dem 3-1 dachte ich mir eigentlich schon, wo der nicht wirklich runtergeht, sondern einfach auf ein Knie sich fällen lässt und dann richtig durchpustet. Da war es schon zu spät, oder? Ich glaube, er hat auch in einem Interview nach dem Spiel gesagt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es nach dem Spiel war, aber am nächsten Tag, dass er sich hätte eigentlich früher auswechseln lassen müssen. Ja, ich denke mal, das Luftloch war halt dem geschuldet, dass er angeschlagen ist und nicht wirklich irgendwie Unfähigkeit. Klar, 61 Minuten kam dann auch Wiesner. Pflichtspieldebüt, ein Derby vor, was waren wir, 42.000 in der Esprit Arena. Micha, der Mann ist, glaube ich, 20 Jahre alt und gibt vor dieser Kulisse direkt sein Debüt. Klar, der hat schon Regionalliga gespielt, aber das ist schon was anderes. Macht das heutzutage für einen jungen Spieler auch einen Unterschied, ob du jetzt in der Regionalliga spielst oder in der zweiten Liga für 40.000 oder sind die schon so gedrillte Profis, dass denen das eigentlich egal ist? Ja, ich denke mal, dass es schon noch einen Unterschied macht. Aber er wirkte halt komplett souverän und irgendwie komplett problemlos. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass er halt normalerweise Stammspieler ist in der Regionalliga oder ob der halt auch schon ein paar Mal auf der Bank saß und man da schon ein bisschen so dieses Feeling aufsaugt und dass man deswegen das so cool wegsteckt oder ob er einfach eine coole Socke ist, sag ich mal. Das werden wir vielleicht in den nächsten Wochen erleben. Mal gucken, wie sich die Verletzung von Michael Rensing entwickelt und wie schnell Wolf sich regenerieren kann. Vielleicht sehen wir ja in 2 Wochen im Pokal die Überraschung. Oder meinst du, da wird einer unserer ersten 2 Torleute irgendwie fit gespritzt? Ja, ich denke mal, bis dahin sollte Wolf schon wieder fit sein. Weil wir haben halt Glück mit der Länderspielpause. Duisburg hatten eigentlich die klareren Chancen, aber irgendwie ging auch nach der Auswechslung, ist mir aufgefallen, ab der 60. Minute, wo Wolf raus war, auch kein Schuss mehr so klar aufs Tor, dass Wiesner eine richtige Flugparade hätte machen müssen. Für mich unverständlich, warum Duisburg da nicht einfach mal gezielter aufs Tor schießt, wenn man weiß, okay, das ist jetzt ein junger
unerfahrener Mann drin, einfach mal testen. Haben die nicht gemacht. Dann 69 Minuten Usami kam für Rahman und ich dachte, oh, okay, der Rahman macht wieder keine 90 Minuten. Ich war ja letzte Woche der Überzeugung, dass der einfach nicht den Saft hat für 90 Minuten. Vielleicht wollte man einfach nur defensiv nochmal jemanden frischen bringen. Ich würde mich freuen, wenn Rahman mal die 90 Minuten voll machen würde. Aber das wird wahrscheinlich die Saison noch kommen. Aber 73. direkt Usami, der hat sich direkt gesagt, so hier, Leute, ich bin da. Und macht so ein bisschen den gespiegelten Robben und schießt ihn dann leider knapp am Tor vorbei. Usami hat meiner Meinung nach immer so eine Ausstrahlung wie, da kommt ein Champions-League-Spieler auf den Platz. Klar, er hat viele Spiele in der asiatischen Champions-League gemacht. Micha, ist das, wenn man in der Champions-League gespielt hat, auch wenn es die asiatische ist oder Nationalspieler ist, hat man da eine andere Aura, eine andere Ausstrahlung, die man auf den Platz bringt? Ja, ich denke mal, das ist eher, dass man ein anderes Selbstbewusstsein hat, wenn man schon höherklassig gespielt hat, sag ich mal. Kommen wir direkt 75. Minute. Handspiel von Bormuth, sagte zumindest der Sky-Experte, der Schiedsrichter sagte allerdings weiterspielen. Ich finde, es war die richtige Entscheidung, weil ich glaube, Onwegbu hat den Ball auch irgendwie in den Arm gekriegt. Der springt dann irgendwie, weil der Bormheuer nach unten fällt, an den Arm. Micha, deine Einschätzung? Ja, ich fand nicht, dass das ein Elfmeter war, weil das ist halt ein Zweikampf. Bormuth fällt fast hin und macht deswegen eine Armbewegung nach vorne mit den Händen und kriegt den Ball dann im Fallen praktisch an den Arm. Ja, das darf eigentlich kein Elfmeter sein und wurde dann halt auch nicht gepfiffen. Dann kurz vor Spielende eigentlich, so die letzte nennenswerte Aktion, ist, wo eigentlich Usami Duisburger Torwart scheitert. Ich glaube, der wollte ihn da nochmal überspielen. Aber eigentlich dann auch egal, ich hätte ihm auf jeden Fall ein Tor gegönnt, der hat ja gut Gas gegeben und seine defensiven Aufgaben nicht vernachlässigt. Kommen wir direkt zum Fazit. Spiel. Fortuna hat überragend gespielt, viele Konter gesetzt, gute Passkombination. Micha, wir haben hier defensiv wieder mit Ayan, Zimmer, Gieselmann, Schauerte und auch mit Bormuth gespielt. Wie haben die sich verhalten? Ja, teilweise wirkte die Defensive ziemlich fahrig. Aber halt ohne grobe Fehler zu machen. Aber ich glaube, das lag auch bisschen daran, dass wirklich beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben und sobald der Ball gewonnen wurde, direkt alles auf Offensive geschaltet wurde. Ja, es war ein interessantes und spannendes Spiel und auch ein super Spiel zum Angucken. Da stellt sich natürlich die Frage, kommt nach diesem harten Spiel und nach den Verletzungen unserer Torleute die Länderspielpause passend? Ich glaube schon, die kommen gerade zur rechten Zeit. Da können die Spieler sich regenerieren. Ich glaube auch die Spieler wie Fink vor allem, der braucht auf jeden Fall seine Regenerationspausen. Und ich glaube auch Spieler wie Rahman, den tut es gut, nachdem der in diesem Spiel sich die Lunge aus dem Leib gerannt hat, längere Pause zu haben. Vielleicht kann man da auch nochmal das ein oder andere einüben. Welche Spieler gibt's zu erwähnen? Klar, Wiesenheim war souverän, ohne Probleme in seinem ersten Profispiel, was er absolviert hat. Zimmer war schnell, passsicher, dribbelstark. Das sind die Spiele, die mir so gerade einfallen. Und natürlich fangen wir jetzt mal an mit dem Man of the Match. Micha, ich glaube, wer bei dir Man of the Match ist, ist ziemlich klar. Ja, mein Man of the Match ist Benito Rahman. Das war sein bestes Spiel im Fortuna-Trikot. Und ja, er hat sich endlich belohnt und auch mal ein Tor geschossen. Und ja, im Prinzip ein Tor vorbereitet, ein Tor eingeleitet und das dritte selber geschossen. Dann noch gut kombiniert. Wie ich so gerne jedes Mal sage zum Rahman, es macht einfach Spaß, ihn Fußball spielen zu sehen. Und ja, da geht mir mein Fußballerherz auf. Also, ich muss zugeben, es war ein Torwartspiel. Also, jeder Torwart konnte sich in dieses Spiel auszeichnen. Aber ich finde, Rafa Wolf hat meinen Man of the Match verdient, weil der ist gestorben auf dem Platz. Mehr oder weniger. Der hat sich den Kopf anhauen lassen, der hat geile Paraden gezeigt, der war hinten dominant, der hat die Abwehr sortiert, der hat hinten mitgespielt, also auf jeden Fall mein Man of the Match, obwohl er nur 60 Minuten geschafft hat, aber das war auf jeden Fall eine geile Leistung in meiner Meinung nach dem besten Fortuna-Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Vielleicht lag es an der Qualität der Duisburger, man weiß es nicht, aber war auf jeden Fall ein super Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel gegen Bielefeld. Micha, du hast den Gegner so ein bisschen gescoutet.
gegen Bielefeld hat Fortuna ja in dieser Saison schon gespielt im Pokal. Da nach 90 Minuten 1-1 und dann in der Verlängerung dann 3-1 gewonnen. Ja, Bielefeld ist ganz gut in die Saison gekommen und hat sich praktisch in der Spitzengruppe bis jetzt festgesetzt, soweit man das jetzt nach 9 Spieltagen sagen kann. Ja, die sind jetzt Vierter und ja, es wird ein schweres Spiel, aber Fortuna ist momentan gut drauf, deswegen denke ich mal, 3 Punkte sind drin und ja, mindestens 1 Punkt, wenn es gut läuft, vielleicht sogar 3. Also ich würde ja sagen, wenn es gut läuft, nehmen wir auf der Alm 1 Punkt mit. Bielefeld ist vor allem zu Hause sehr stark. Die haben da einen sehr guten Angriff, aber wir haben ja Bielefeld schon mal besiegt, ich glaube auch auf der Alm. Also warum nicht nochmal? Aber ich glaube, Bielefeld, die werden schon anders auflaufen als im Pokal. Ich glaube, die werden nicht mehr so alles nach vorne werfen und sich von uns dann auskontern lassen. Ich glaube, da werden die vorsichtiger agieren und wahrscheinlich auch nicht mit 3 Stürmern agieren. Oder denkst du, die werden auch mit dem Anspruch, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, da alles nach vorne werfen? Ja, ich denke mal, dass die eigentlich, wenn dann offensiver im Ligaspiel sein werden, weil ich denke mal, da es halt ein Ligaspiel ist, denken die sich auch, wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren und wir können den Tabellenführer ärgern, deswegen denke ich mal, es wird auch ein rassiges Spiel. Und dann können sich auf jeden Fall die Fußballfans auf jeden Fall drauf freuen. So, kommen wir zu dem, was außerhalb des Spiels passiert ist. Und Fortuna war ja in Japan und dazu gibt's ja auch ein paar neue Neuigkeiten. Micha, erklär uns mal so ein bisschen über die Reise auf. Ja, die U19 und die U17 von Fortuna waren auf Japan-Reise, haben da Hitachi zum Beispiel besucht und haben an einem Fußballturnier teilgenommen, wahrscheinlich um ein bisschen Promo in Japan für Fortuna Düsseldorf zu machen. Und wie man hört, hat halt Fortuna Düsseldorf vor, die japanische Talentförderung in Europa zu werden, da Düsseldorf halt auch eine japanische Kolonie ist, wo viele Japaner wohnen. Und ja, die wollen jetzt verstärkt japanische Jugendspieler fördern, ja, praktisch das Sprungbrett für japanische Spieler sein, die dann in Düsseldorf ausgebildet werden und die dann nach Europa und in die Welt verkaufen zu können. Und denen natürlich so ein bisschen Sprungbrett zu bieten, ne? Wo kann man sich denn besser einfinden als eine heimische Atmosphäre in Düsseldorf? Und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass da einiges zustande kommt. Heinkes ist zurück beim FC Bayern. Oder zumindest sagt das die glorreiche Zeitung mit den 4 Buchstaben. Er will wohl Peter Hermann zurückhaben. Was hältst du davon? Ja, eigentlich verständlich, dass er seinen Co-Trainer, mit dem er jahrelang erfolgreich trainiert hat, dann auch haben will. Aber das Ding ist halt, er ist momentan Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Ich denke, wenn die den haben wollen, dann kriegen die den auch. Frage ist halt, ich glaube, er will auch selbst dann zurück, auch wenn es nur für ein Jahr ist und dann vielleicht zurückzukommen, sich zurückzuziehen, das weiß man nicht. Aber ich denke, wenn die Bayern den wirklich wollen und es da keine Alternativen gibt, dann muss sich Fortuna Düsseldorf klug genug anstellen, um da entweder eine finanzielle Summe rauszukriegen, die dem Verein weiterhilft, oder vielleicht auch vom FC Bayern profitieren. Vielleicht von denen gute Jugendspieler bekommen oder aus der zweiten Mannschaft von den Spielern, die man nicht rankommen würde, was Talente sind, vielleicht bekommt. Also man muss sich auf jeden Fall gut stellen, um dann vielleicht vom FC Bayern zu profitieren, weil die sind ja immer noch der größte Verein Deutschlands und das mit Abstand. Also ich würde es eigentlich schade finden, aber ja, da soll der halt nochmal ein bisschen mehr Kohle verdienen als bei Fortuna, weil das wird der bei Bayern auf jeden Fall. Dann hoffen wir, dass sich unser Vorstand super anstellt. Was denkst du denn, wer gegebenenfalls dann Co-Trainer wird bei Fortuna? Oh. Denkst du, die ziehen den Langenecke hoch? Oh. Aus der B-Jugend? Oh. Wäre für mich eine Alternative. Ich glaube, der Sascha Röst hat auch den Trainerschein. Der könnte da auch einen Co-Trainer machen. Ist ja momentan irgendwie fürs Trikotfalten zuständig. Oder den Typen zu überwachen, der die Trikots faltet. Der könnte es auch machen. Also es gibt bei Fortuna wahrscheinlich genügend Leute, die da was machen würden. Man muss ja, glaube ich, keine externen Leute holen. Da sind, glaube ich, genug im Verein, die das leisten könnten. Im Zweifel hat man ja immer noch unseren Chef-Scout, Uwe Klein, der dafür ein paar Tage einspringen könnte. Also
wir sind, was die Trainerposition angeht, zumindest die Co-Trainerposition Düsseldorf, glaube ich, super besetzt. Ja, und dann zu guter Letzt wollen wir dann nochmal über die Zweite reden. In der Regionalliga West haben sie gegen SV Wiedenbrück gespielt. Und ja, das war ein eigentlich ein sehr ereignisarmes und schwaches Spiel. Und das Ergebnis gibt es auch wieder, weil es war einfach ein 0-0 ohne Besonderheiten oder so. Deswegen brauche ich dazu auch nicht noch mehr Wörter zu verlieren. Du hast bei Wiedenbrück die 2000 am Ende vergessen. Da sind die super stolz drauf, dass sie 2000 gegründet sind. Ich war, glaube ich, vor 1000 Jahren mal in Wiedenbrück 2000 im Regionalligaspiel von der Fortuna. Also das war damals der Hammer. Und ich glaube, wir haben uns auch damals mit ein paar unterhalten aus Wiedenbrück und die waren super stolz, dass die 2000 sich gegründet haben. Beziehungsweise eine richtige Gründung war es nicht. Die haben sich mit irgendwelchen anderen Clubs da zusammengelegt. Wiedenbrück ist so praktisch der Zusammenschluss aus all den kleinen Dorfclubs, die es da gibt. Also praktisch so ein Ingolstadt 04-Ding. Nur dass das 04 nicht für 1900 steht, sondern für 2004. Genau. Aber kommen wir nochmal zur Zweiten zurück. Micha, denkst du, dass die Zweite so langsam, ja, diese Anfangspower, die die hatten, verliert? Oder kommt es einfach, oder kommt das irgendwann wieder? Ja, ich denke mal, sie pendeln sich langsam ein, da wo sie hingehören. Weil, ich denke mal, die Anfangsspiele, da hat man halt auch noch Ritter und Ior, die dann halt auch richtige Zugpferde waren für die Mannschaft. Und, ja, dann hatte man halt eine Euphorie und die hat dann auch noch gezogen, als die beiden Spieler nicht mehr da waren. Und, ja, mittlerweile pendeln sich die Ergebnisse halt so ein, dass die Zweite dann wahrscheinlich auch am Ende der Saison irgendwie im Mittelfeld landen wird. Ja, ich bin aber auf jeden Fall auch zufrieden, dass, was Ior und Ritter angeht, dass die auch ihre Spielzeiten in der dritten Liga bekommen. Das schiebe ich jetzt hier einfach mal ein. Und ja, Ritter hat auch schon ein paar Tore geschossen. Also ich freue mich, wenn die wieder zurückkommen, beide. Hoffen wir, dass sie einen Entwicklungssprung gemacht haben und sich dann hoffentlich in der ersten Mannschaft festbeißen können. Weil da sieht's ja momentan ziemlich eng aus eigentlich. Wenn man das mal so betrachtet, dass Raman jetzt momentan gesetzt ist auf links, wir Usami haben, Davo Lovren jetzt auch zwei Spiele lang irgendwie nicht zum Zug kam. Also da müssen wir mal gucken, wie es da mit unseren Talenten dann weitergeht nächstes Jahr. Oder vielleicht schon im Winter. Man muss mal immer gucken, wer sich verletzt und wer vielleicht außer Form kommt. Die Folge ist vorbei, sozusagen unser Schluss zu dieser Partie. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich habe noch eine kleine Sache für uns. Es wäre super, wenn ihr uns bewerten würdet. Überall, wo wir uns... Es wäre super, wenn ihr uns bewerten würdet. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr diese Folge gefunden habt oder wie ihr uns allgemein findet. Denn Kritik hilft uns super weiter. Wir wollen uns entwickeln. Wir wissen, uns hören nicht viele Leute zu. Das ist uns eigentlich auch scheißegal, denn wir machen das für uns beide. Aber uns wäre wichtig, uns weiterzuentwickeln. Denn wir wollen euch, Fortuna-Fans, die das hören, auch so ein bisschen Content liefern, der euch gefällt. Schreibt mal drunter, was wir für euch so machen könnten. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, YouTube und natürlich auch auf Apple Podcast. Und wir würden euch freuen, wenn ihr uns in diesen Foren, die ich gerade genannt habe, bewerten würdet. Es hilft uns sehr und auch Kritik üben hilft uns sehr. Teilt unseren Podcast bitte mit euren Freunden, die auch Fortuna-Fans sind oder mit allen, denen ihr kennt. Denn wir sind über jeden Zuhörer sind wir glücklich. Denn wir wollen auch besseren Content liefern können. Ich bin der Maurice, Wampendribbler auf Twitter. Ich bin Micha, @Schwenzi auf Twitter. Und wir danken euch fürs Teilen, fürs Liken, für alles, fürs Zuhören auch. Und sage ich tschüss, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.